Ist schon ein bisschen creepy, ne? So, was hattest du schönes? Federkiel. Und du? Gold und eine Kerze. Kerze können wir gerne mitnehmen. So, warte mal. Ja, ich leg meine Hand auf alles. Hm. Mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Gut, dann gehen wir erstmal weg. Ich muss ja sagen, ich kenne das halt noch aus der Early Access Zone. Das ist gefühlt 1:1 das same. Von daher. These boots have seen everything. Hier haben wir nämlich noch einen Schlüssel. Aber wir können trotzdem mal weitergehen. Inventarbehälter. Bestimmte Gegenstände wie Schlüsselzutaten und Lagervorräte werden in deinem Inventar in praktische Behälter. Ja, das ist super. How many hosts of these gay infected? A dazed woman is trapped inside the pod. Sie merkt dich nicht. Wir könnten prinzipiell, warte mal, ich würde erstmal alles looten, weil looten ist dumm. Was ich noch nicht ganz weiß, wie man die aufteilen kann. Ah, guck mal, Stapel teilen. Ja, 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 ja. Ah, jetzt habe ich eh alles genommen, egal. Okay, nix. Presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Yeah, nun. Ja, das könnte. Das könnte leider unser Schicksal werden. Okay. Ob das uns noch zum Verhängnis wird, das werden wir sehen. Oder ob das vielleicht sogar gut war. We don't know. Oh, guck mal, was macht der hier? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, was er hier vorhat. Der Intellektverschlinger. Was hat er vor? Weil er gehört nicht zu uns. Okay, er geht einfach nur eine Runde. Können wir mit ihm. Hallo, ich wollte mit. Ihr seid schön! Ja, du auch! You are breathtaking! So, nee, warte mal, wir müssen erstmal. Der Verstand. Das nehmen wir mal mit. Noch ein Gehirn. Okay. Ob wir mit den Gehirnen irgendwas machen können? Untersuchen? Ja, Mensch. Sehen die nicht schön aus, die ganzen Gehirne? Eieiei. So.
Wir sind prinzipiell eigentlich alle bei bester Gesundheit. The console appears dormant. So, dann legen wir mal die Rune in die Fassung. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? Wir hoffen einfach mal. Wisst ihr was? Chat, ich überlasse euch die Entscheidung. Was wir machen als nächstes. Ob wir quasi erstmal die Konsole genauer betrachten oder ob wir einfach unser Patschehändchen, weil wir alles anfassen müssen, was uns in den Weg kommt. Weil wenn da ein roter Knopf ist, wir müssen einfach draufdrücken, um herauszufinden, was es macht. Ja nun, gut, dann machen wir erstmal Kanukun. Oh, ein 18er Wurf. The pulsing glow and organic lines of the device make it seem more like a beating heart than a machine. This device is different from the one that caused the other captive to transform. Ja, dann hoffen wir mal, dass es öffnet. Die Kapsel mit Willenskraft auf. So. Ein Erfolg. Okay, dann gucken wir mal. At last. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness. Because you have a gith with you. You keep dangerous company. Habt ihr ein Problem? More that Gith have a problem with everyone else. But there's more important matters right now. Survival. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Ja, das klingt gut. Mein Name ist Telaniel. Shadow. One moment. Ich frage mich immer noch, was das ist, ne? It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Okay, dann tun wir das. Da haben wir schon alles. Wir könnten aber nochmal die Genesung machen. Knutti.
Das ist eine sehr gute Frage, aus welcher Ebene die sind. So. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kenyank. Das heißt so viel wie? Und wir speichern erstmal kurz. Autosafety senke, Goblin rausholen. Okay, eigentlich habe ich die gelöscht, aber scheinbar, ja. Neuer Spielstand. Speichern. Scheinbar hat er die Cloud-Dinger nicht so gelöscht, wie ich das gerne gehabt wollen hätte. Ah, nun gut, es ist, wie es ist. Vielleicht können wir die ja noch irgendwie entfernen. Irgendwie finde ich den süß. Frag mich nicht wieso. Oh ja, kurz was. Okay. Können wir... Na, schade. Dann springen wir aber mal zurück ein bisschen. Okay, Hauptsache es kriegt Schaden vom Zurückspringen. Schade. Wir beenden den Zug. Ein Ziel in Flammen. Okay, dafür haben wir nicht genügend Schütze eine Kreatur vor Angriffen, erhöht die Rüstungslast um 2. Dann nehmen wir dich hier. Also mich quasi. Okay, Zug beenden. So, wir müssen aber weiter nach vorne. Erreiche den Koppler, ehe den Absturz. 15 Züge verbleiben. Okay, okay, okay. Das war in der Early Access tatsächlich noch nicht so. Ich meine auch, dass ich, nennen wir es mal diese Tutorial-Ebene, deutlich kürzer ist. Also ein bisschen kürzer, nicht deutlich kürzer. So. Wir könnten natürlich sagen... Wobei des Spoten, das würde ich ungefähr hier aktivieren. Einmal auf die kleinen. So, Zug beenden. Du,
Segen der Gewehre eine andere Kreatur Vorteil bei Würfen auf Heimlichkeiten. Ja, das braucht man eigentlich nicht. Selbstverkleidung. Das Ding ist tatsächlich tot. Gut, dann gehen wir mal weiter nach vorne mit ihr. Ich glaube, wir haben gerade auch nichts weiter, was uns angreifen könnte. Beschützt den Meister. Prinzipiell könnte ich sogar ihn hier heilen, ne? Mit, aber ich habe es leider aufgebraucht. Habe ich leider kein Plätzchen mehr. Wenn ich jetzt schon Spoten aktiviere, ja, komm mal wenigstens bis hierhin. Könnte sie schon mal hiermit angreifen? Nee, nicht genügend Ressourcen. Alles klar, dann warten wir mal noch. So. Gut. Sometimes the only way out is through. Wir haben noch 9 von 12. Hm, ja, weiß ich nicht. Wir haben prinzipiell noch genügend Rundenzeit. Von daher können wir die eigentlich easy peasy alle Lemon Squeezy runterprügeln. Bevor wir. Das hätte ich eventuell auch später machen können, aber. So, zu beenden. Au! Es tut weh! Ah, krass, der hat, wie viel Damage der gerade reingehauen hat, ne? So, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Heilige Flamme. Wow. Einfach nur. Wow. Ich dazu nur. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Braucht wir den Schenkelschuss eigentlich? Um seine Bewegungsrate einzuschenken? Eigentlich bräuchten wir es, glaube ich, nicht. Ich mache mal einen normalen Schuss.
On the move. On the move. Move, move, move. No. Könnte ich hier. Ja. You can take me. Leider kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil uns dafür ist, die Aktion fehlt. Aber wir könnten, glaube ich, noch springen. Ja, schau mal, na guck. Drache. Hello there. Alarm! Alarm! Halt dich gut fest. Wir sollten ihn, hätten ihn, glaube ich, noch auf plus 5 auf Festhalten geben sollen. Also so Richtung Konstitution und so. Immer wie 20 Würfel bitte, ob er sich festhält. Und hey Gretchen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich glaube, es sieht ziemlich damaged aus. Er denkt sich so, okay. Ich glaube, wir bräuchten einen Fallschirm. Was wirst du machen? Inwiefern, Gretchen? So, damit haben wir aus As you wake, the tadpole squirms in your skull. Sich nach den Verletzungen untersuchen. Also eigentlich ist der Plan, dass das die Community entscheidet, so bei Verzwickten, dass ich dann sage hier. Ihr dürft entscheiden, was wir wählen. Das ist zumindest eigentlich der Plan. Sofern Leute das entscheiden möchten. Ich gebe dann halt immer so ein bisschen Zeit. Und wenn sie sich halt, wenn ich sehe, dass keiner was wählt, dann wähle ich so, wie ich das dann für richtig halte. Aber ansonsten würde ich eher sagen, dass ich von der Gesinnung her. Also ich würde mich prinzipiell erstmal auf den relativ rechtschaffenen Weg halten. Aber
Je nach Situation kann es natürlich auch mal sein, dass wir uns einer Notlüge behelfen müssten, vielleicht. Aber ansonsten sind wir schon eine ehrliche Haut. Mach erst mal. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. Weißt du, jetzt wie pimp hier. So, einzigartige Gegenstände. Geh während deiner langen Rast zu deiner privaten Truhe im Lager, um einige deiner einmaligen... Gut, ich sag mal so, Baldur's Gate ist mir nicht fremd, es ist bloß sehr, sehr lange her. Sehr, sehr lange. Also mindestens 20 Jahre. Dass ich zumindest den ersten Teil gespielt hatte. How much farther can I go? So. Fresh water. There must be a settlement nearby. Irgendwo in der Nähe muss eine Siedlung sein. Warum habe ich eigentlich so rote Stiefel? Warum waren die Stiefel gerade so rot? Aber nur so in der Nähe vom Wasser. Oder soll es einfach nur symbolisieren, dass ich denn geslowt bin? Das kann natürlich auch sein. So, könnten wir eigentlich... Ne, können wir nicht. Dann gehen wir erstmal weiter. Looten, looten, looten. Gold, wir brauchen mehr Gold. Ganz viel Gold. Very well. Schattenherz. Ich wüsste schon gerne, was das ist, ne? Wir. Da würde ich sagen, ich überlasse euch die Entscheidung. Ob wir sie aufwecken oder ob wir erstmal nach dem Artefakt greifen, um vielleicht gucken zu können, was sie denn da hat. Ich bin voll noch alleine, ja, ja, ja. Also ich richte mich dann nach euch an. Wenn ihr sagt 100%, dann... You're alive. I'm alive. How is this possible? Ich hatte gehofft, dass ihr das wisst. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? No. I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Ach schade, es war kein Traum. Genau. Ja, ich mache mich besser auf den Weg. Lebt wohl. Tschüss. Seht zu, wie ihr klarkommt. Ah, nee. Ah, ich würde schon gerne mit Schattenherz weiterreisen. Genau. Also ich würde ihr grundsätzlich erstmal zustimmen. Es wäre halt ganz gut, erstmal den ja, Übel gemeinsam auf dem Grund zu gehen. Umso mehr, umso besser. Na schön, brechen wir auf. One thing, just before we go. I wanted to thank you again for freeing me. Ja, sehr gerne. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. Wir hätten sie nämlich auch nicht befreien müssen. Aber ich habe es trotzdem getan. Einfach nur aus Gründen. In here.
Also wie gesagt, wir werden so relativ rechtschaffen spielen, mit den ein oder anderen vielleicht auch mal verwegenen Aktionen, Notlüge, also nicht immer ganz ehrlich, aber grundsätzlich ehrlich. Weil der soldatische Hintergrund, den wir haben, der hat uns schon so gewisse Sachen unter anderem beigebracht, aber was haben wir da? Fischkopf. Haben wir da auch noch einen Fischkopf? Hier ist oben Fisch.